Unser Thema für heute lautet: Der Judenstaat vom Weltärgernis zum Weltbedürfnis. Es gibt einen alten jüdischen Spruch, der lautet: 10 Maß Schönheit kam auf diese Erde herab. Jerusalem bekam davon 9 Maß. Die übrige Welt das restliche Maß. Aber in diesem Spruch heißt es weiter: 10 Maß Leiden kam auf diese Erde herab. Jerusalem bekam davon 9 Maß. Die übrige Welt 1. Das jüdische Volk ist bis auf den heutigen Tag durch so viel Not und Elend gegangen, dass der Psalmist einmal ausrief, als er am Rande der Kräfte war und zu Gott betete: Erfreue uns, Herr, erfreue uns doch wieder so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Psalm 90, Vers 15. Erfreue uns doch wieder. So viel Leid. Ich denke, Sie gehen mit mir eins, liebe Geschwister: Kein Land und Volk dieser Welt, keine Stadt mehr als Jerusalem, hat so viel Tränen und Blut, Krieg, Zerstreuung, Verwüstung, Zerstörung und Schutt erlebt wie Israel und Jerusalem. 2-mal wurde dieses Volk in Exil geführt. 2-mal der Tempel praktisch total zerstört, Jerusalem praktisch total zerstört, ausgeraubt, die Menschen wurden verschleppt, 2-mal sind sie wieder zurückgekehrt. Fremde haben geherrscht, fremde Könige, auch von den Edomitern, die Hinterlistigen. Wenn man heute in Israel ist, wir waren ja jetzt kürzlich da, wenn man auch durch Jerusalem reist, und man wird durch diesen israelischen Guide, den israelischen Reiseleiter geführt, die sagen meistens an wichtigen Stellen, sagen die, sie müssen 20 Meter tiefer gucken. Zum Beispiel sagen sie, wir sind jetzt hier in der Via Dolorosa, der Leidensweg Jesu nach Golgatha, aber der eigentliche Weg liegt etwa 10 oder 20 Meter tiefer. Warum? Weil Jerusalem so oft zerstört worden ist, dass sich dermaßen viel Schutt angesammelt hat, dass das heutige Jerusalem, man kann mal sagen, zum großen Teil viel höher liegt. So viel Not und so viel Elend. Warum? Warum? Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen Bibelkenner sind. Dass die meisten von Ihnen auch mehr oder weniger die Geschichte Israels kennen, vom Hören, aus der Schule, aus der Bibel, aus dem Religionsunterricht oder der Konfirmation oder so. Und wir wissen, Israel hat gelitten und hat gelitten und hat wieder gelitten. Und wir fragen uns, warum? Warum muss dieses Volk, manche sagen, dass dieses Land 1% ungefähr von der ganzen Weltbevölkerung ausmacht? Warum muss dieses Land dermaßen viel leiden? Warum musste es das? Warum hat das jüdische Volk so viel Blut gesehen? Warum, egal wo es war und wo es ist, wurde es verfolgt und angeklagt? Und wollte man es ausrotten? Und es wurde gehasst, weil der allmächtige Gott dieses Land und Volk in Jesus Christus zum Segen und Heil für die ganze Welt bestimmt hat. Darum. Natürlich haben sie auch selber gesündigt. Da sind wir nüchtern genug. Sie waren ungehorsam. Sie haben sich den heidnischen Götzen zugewandt, den Gräuel. Sie haben das Wort Gottes verworfen und dann kamen sie oft deshalb in die Verbannung. Aber die Heiden, das hörten wir auch, die haben es dann umso doppelt so schlimm gemacht und so, dass es Gott auch schon nicht mehr gefiel. Und von Natur, wo das jüdische Volk ist,
ist es den meisten Nationen so ein Dorn im Fleisch oder im Auge, ja? So ein Splitter unter dem Fingernagel. Das muss raus, das muss weg. Weil der allmächtige Gott dieses Land und Volk in Jesus zum Segen und zum Heil für die ganze Welt bestimmt hat. Liebe Freunde, das muss uns auch einleuchten. Weil der Judenstaat ein Weltbedürfnis ist, ist da ein Weltärgernis. Verstehen wir das? Der jüdische Staat, der heute wieder existiert, seit 1948, ist das größte Weltbedürfnis unserer Geschichte und Zeit. Denn dieses Land, das heute wieder existiert, hat Gott bestimmt zum Sitz seines Messias Jesus Christus, zum Heil und Segen seiner Regentschaft über diese Welt. Und darum kämpft alle Welt dagegen. Und damit ist eigentlich bewiesen, vielleicht für Zweifler unter uns, damit ist eigentlich bewiesen, und wir kommen nachher noch etwas darauf, es gibt tatsächlich einen Teufel. Es gibt einen Teufel. Anders ist das Problem der Juden überhaupt nicht zu erklären. Es gibt einen Widersacher Gottes, der von Anfang an gegen diesen Plan Gottes ansteuert. Das ist der Widersacher, der auch Menschen kaputt macht. Die Antwort auf die Frage, warum leidet das jüdische Volk dermaßen, warum ist dieses jüdische Volk ein Weltärgernis, finden wir schon in 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis 3, in der Berufung Gottes an Abraham. Dort hat der Herr gesagt, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Du sollst ein Segen sein, Abraham. Damit beginnt die Geschichte Israels. Dich werde ich zum Segen setzen für alle Geschlechter der Erde. Fällt Ihnen auf, dass der Herr in dieser Berufung Abrahams zweimal sagt, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ist Ihnen aufgefallen, ja? Glaube, das hat eine Bedeutung. Vielleicht eine prophetische Bedeutung. Wir kommen später noch darauf. Sehen Sie, mit dieser Berufung Abrahams in ein Land, das der Herr ihm zeigen würde, beginnt nun die lange Geschichte und der lange Weg Israels, der nun etwa schon 4000 Jahre alt ist. Und immer mit dem Ziel Gottes, du wirst ein Segen sein, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist die Berufung. Aber es fällt uns natürlich auf, das erste Versprechen, das Gott Abraham gab, steht in Verbindung mit einem Land. Stimmt es? Mit einem, heute würden wir sagen, Staat, nämlich der Judenstaat. Er will Abraham in ein Land führen. Dieses Land wird benötigt, damit die Welt gesegnet sein kann. Damit die Geschlechter der Erde gesegnet sein kann, damit die Heiden gesegnet werden können, braucht Gott ein Land. Das Land Israel. Das hat er für Abraham ausgesucht. Es war damals das Land Kanaan. In diesem Land würde er zu einer großen Nation werden, der Abraham, und das hat sich ja alles erfüllt. Und in Bezug zu diesem Land würde Abraham ein Segen werden für alle Geschlechter der Erde. Also, liebe Freunde,
Hier sehen wir schon, der Judenstaat ist im Heilshandeln Gottes mit dieser Welt ein Weltbedürfnis. Der ist notwendig. Dieser Judenstaat, dieses Land Israel ist ein Weltbedürfnis, damit wir gesegnet werden können. Nach Abraham kam dann Isaak, nach Isaak kam dann Jakob und die 12 Stammväter, und Isaak und Jakob erhielten die gleichen Verheißungen und Segensaussprüche Gottes wie Abraham. Es wiederholte sich. Es ist unverrückbar. Gott wollte ein Volk und ein Land, damit er schlussendlich was tun kann. Seinen Erlöser senden. Er brauchte doch ein Land, wenn Gott Mensch werden will, um eine verlorene Welt zu erretten, dann braucht er doch ein Land, stimmt's? Wenn Gott Mensch werden will und in das Fleisch kommen will, wie wir im Fleisch sind, dann braucht er doch ein Volk. Er kann doch nicht auf einmal zack hier sein. Unabhängig von allem. Gott wollte ein Volk und ein Land, damit er seinen Erlöser, den Messias Israel und den Christus der Heiden, ist er dieselbe Person, zur Rettung der Welt senden könne, damit der wahre Gott auch wahrer Mensch werden kann. Sehen Sie, darum ist der Judenstaat so wichtig. Und darum ist er heute so wichtig. Und darum ist Jerusalem heute so wichtig, weil dieser Jesus wiederkommt. Das glauben wir doch, ja? Weil dieser Jesus bald wiederkommt, sehr bald wiederkommt. Darum ist Jerusalem so wichtig. Und darum ist Jerusalem auch wieder eingesetzt. Und darum ist Jerusalem so angefochten von dieser Welt. Vielleicht werden sie bald zum Laststein aller Völker. Wenn der Gott Abrahams diesem Manne sagt, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, dann sieht der allmächtige, heilige Herr schon durch Abraham hindurch auf eine Person, in der sich das alles erfüllen würde, in der einmal die ganze Welt gesegnet werden würde, auf Jesus Christus. Wenn Gott dem Abraham 2000 Jahre vor Christus schon diese Verheißung gegeben hat, du sollst ein Segen sein für alle Geschlechter der Erde, worin denn, in was denn? In Jesus. Weil dieser Christus Gottes ein Jude sein würde. Die lange Geschichte Israels, das ganze Alte Testament, von Abraham auf seine Söhne, die 12 Stämme Jakobs, dann die Propheten und die Könige Israels, damals die Einnahme Jerusalems durch den König David, die lange Geschichte des Landes, alles hat nur ein Ziel. Alle nur Sinn und Zweck in dem Heiland Jesus Christus. Ist das begreifbar? Die ganze Geschichte Israels, die Höhen und Tiefen, die Erwählung, die unzähligen Verheißungen, sollen über 30.000 Stück sein. Hat alles nur Sinn und Zweck in der einen Person, Jesu Christi. Wissen Sie, ich dachte, die Geschichte Israels ist die große Liebesabsicht Gottes mit dieser Welt. Ja? Er will die Welt retten. Und dazu braucht er Israel und hat sich das Land und Volk erwählt. Man könnte auch sagen, Israel ist eine große Liebesgeschichte Gottes an unsere Welt. Die Geschichte Israels ist Gottes Liebesgeschichte an uns. Und in dieser Berufung aber liegt eben auch der Grund, dass das Volk und das Land der Juden ein Weltärgernis werden würde. Der Satan, der hat das ja mitgekriegt, ja?
Denn der Widersacher, der Teufel, der die Nationen ja regiert, Fürsten, Mächtige, die in der Luft herrschen, die über die Nationen, Völker regieren, nach dem Danielbuch, ich glaube Kapitel 10, ja? Der Teufel und seine Dämonen, der also die Nationen regiert, der wollte und will es noch heute, was denn? Nämlich Israel dieser Berufung rauben, damit auch die Nationen nicht gesegnet werden. Dieser Christus durfte nicht sein. Er durfte damals nicht sein, als er das erste Mal kam. Und er darf heute nicht sein. Und er darf nicht wiederkommen. Und darum sucht Satan diese ganze Welt mörderisch ins Verderben zu stürzen. Von Gottes Verheißungen loszureißen. Das ist vielleicht auch der Kampf in dir. Das ist der Kampf in manchen Menschen, bevor sie sich bekehren. Es scheint, dass der Teufel das merkt und dann diese Leute in den Okkultismus stürzt oder in Zweifel oder in Depressionen und sie haben einen unwahrscheinlichen Kampf, bis dann das Heil in Jesus durchbricht. Ich sagte schon, hier ist bewiesen, dass es eine gottfeindliche Macht gibt. Einen Widersacher Gottes. Anders ist nämlich das Judenproblem gar nicht zu erklären. Es soll mir einer mal eine andere Erklärung geben für das Problem der Juden. In aller Welt, auch Nazi-Deutschland damals. Inquisitionszeit, Babylon, alles, Griechen, Römer, alle. Warum? Warum ist das Judenproblem immer ein Problem? Warum? Der Judenstaat ein Weltärgernis, weil der Christus aus ihnen kommt. Der Judenstaat ein Weltärgernis. Bitte hören Sie. Das sind Krankheitserreger. Sie verbreiten die Pest. Das sind Brunnenvergifter. Als sie nach Deutschland kamen, hatten sie nichts außer ansteckende Krankheiten. Kennen Sie diese Sprüche? Dieses Zitat stammt aus einer Rede, die Hitler 1938 hielt. Nach seinen Vorstellungen muss der Judenvirus ausgerottet werden. Und zwar in einem Kampf. Der Jude muss wie Tuberkulosebazillen behandelt werden, die einen gesunden Körper infizieren können. Nur so könnte Deutschland und mit seiner Hilfe die ganze Welt wieder gesund werden. Wie gesund sie geworden sind, hat sich bald herausgestellt. Kennen Sie diese Sprüche? Warum ist jedes Land und jede Regierung dieser Welt, die die Weltherrschaft wollte, automatisch gegen das jüdische Volk gewesen? Warum? Weil der Teufel weiß und jede antigöttliche Regierung instinktiv weiß, der jüdische Staat wird unter der Herrschaft Jesu Christi einmal die Weltregierung sein. Und darum muss er ausgelöscht werden. Und als das Nazi-Deutschland Weltregierung sein wollte, mussten sie gegen die Juden sein. Und als die Engländer noch Großbritannien waren, da waren sie gegen die Juden. Und als die Spanier und die Portugiesen Weltregierungen waren, waren sie gegen Juden. Und als Babylon Weltregierung war und als die Römer Weltregierung war, waren sie gegen die Juden. Ebenso die Ägypter, die Perser, die Griechen. Da spielt sich unwahrscheinlich etwas ab in der Macht der Finsternis. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Und das wird leider heute übersehen. Kaum eine andere Nation hat den Juden in dieser schweren Zeit geholfen. Zum Beispiel in der Nazi-Zeit. Ich lese Ihnen einige Daten. Am 5. Oktober 1938 wurde auf Wunsch der Schweiz die deutschen Reisepässe der Juden mit einem J versehen. Am 17. Mai 1939 begrenzte das britische Weißbuch die Zahl der jüdischen Einwanderer nach Palästina auf 15.000 pro Jahr. Was ist das? Tropfen auf den heißen Stein. In ihrer großen Not, wo sie aus Deutschland raus wollten, 1939.
Am 15. April 1941 erließ der schweizerische Polizeiminister den Erlass, alle Juden sind ohne weiteres zurückzuweisen, das Boot ist voll. Am 28. November 1941 bittet der Mufti von Jerusalem, Hitler, den Beschützer des Islams, die Juden überall auszurotten. Am 22. März 1945 wurde die Arabische Liga als Vereinigung gegen Israel in Kairo gegründet. Die Juden waren ein Weltärgernis. Es ist, als wenn Satan geahnt hätte, dass unsere Weltgeschichte in eine ganz spannende Phase kommt. Es ist, als wenn er geahnt hätte, dass die neue Gründung des Judenstaates 1948 kurz bevorsteht. So wollte er nochmal mit einem Schlag zur Vernichtung ausholen. Es war ja 1896, als Theodor Herzl, der ja auch der moderne Mose genannt wurde, oder er wurde auch der Prophet des neuen anbrechenden Jahrhunderts genannt, Theodor Herzl. Als dieser Mann sein Buch herausgab, der Judenstaat, ja? Im Jahr darauf fand dann der Zionistenkongress in Basel statt. Also um die Jahrhundertwende stand plötzlich dieser Herzl auf, dieser Prophet der Neuzeit und sagt, wir brauchen jetzt einen eigenen Staat. Und er war ja menschlich gesehen der Hauptinitiant, dass dann der Staat Israel geboren wurde. Ja? Aber dahinter stand ja der allmächtige Gott, der Menschen gebraucht. Und für den Herrn war jetzt die Zeit gekommen, dass Israel wieder entstehen würde, dass Jerusalem wieder eingenommen würde, weil wir seitdem in der Zeit leben, wo Jesus wiederkommt. Wir leben in der Endzeit. Der Herr richtet sein Reich bald auf. Und ich stelle mir vor, der Satan, der hat das irgendwie mitgekriegt und darum holt er aus zu einem Schlag und will dieses jüdische Volk verderben. Und er gebraucht die Nationen und insbesondere das Nazireich. Sind Sie mit... Ich will es mal so in eigenen Worten klären, mit diesen ersten Atemzügen eines neuen aufbrechenden Judenstaates, durch Herzl inszeniert, begann Satan seine Hand anzulegen, um durch den folgenden Holocaust die Juden zu ersticken. Etwas, das im Begriff war, geboren zu werden, sollte nicht leben. Denn mit dem neuen Judenstaat beginnt die Zeit, wo alle Geschlechter der Erde durch die Wiederkunft Jesu gesegnet werden sollen. Glauben Sie das? Und jetzt komme ich zurück auf 1. Mose Kapitel 12, wo Gott in seiner wunderbaren Liebesabsicht Abraham erwählt. Ich habe erklärt, warum. Und dann sagt er eigenartigerweise, ich habe das immer überlesen, aber irgendwie stützte ich und machte mir darüber Gedanken. Der Herr sagt zweimal, also geh aus deinem Land in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich dann zu einem großen Volk machen, einen großen Namen und du wirst gesegnet werden und so. Und dann sagt der Herr, ich werde dich und du sollst ein Segen sein. Ja, das Erste. Und dann sagt er, und in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Warum zweimal? Erstens, die Verheißung Gottes an Abraham enthält also diese zwei Segnungen, Segnungsverheißungen für die Welt. 1. Mose 12, 2, du sollst ein Segen sein. Und das, liebe Geschwister, glaube ich nach meiner Erkenntnis, betrifft die erste Gründung des Judenstaates zur ersten Ankunft Jesu. Verstehen Sie das? Denn der Staat Israel, das Land Israel, das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams wurden ein Segen, du sollst ein Segen sein, als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam. Das Heil kommt aus den Juden, hat er gesagt. Nun, die
zweite anschließende Verheißung, 1. Mose 12, 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das betrifft meines Erachtens die zweite Gründung des Judenstaates zur Wiederkunft Jesu und zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Denn erst wenn der Herr in Herrlichkeit wiederkommt, mit seiner Gemeinde, mit seinen Engeln und nach Israel kommt und auf Jerusalem und dann sein Volk rettet und dann sein Reich aufrichtet über die ganze Welt, dann erst wird diese zweite Stelle wahr. Alle Geschlechter der Erde, alle Nationen mit ihren Königen und Königreichen werden dann gesegnet sein, werden dann kommen aus nah und fern nach Jerusalem pilgern, um den Messias Israels zu besuchen. So sagt es die Bibel. Darum konnte nichts und niemand die Gründung des zweiten Judenstaates 1948 aufhalten. Wir leben heute in dieser Phase, liebe Freunde, wo Gott dabei ist, wiederzukommen, um sein Reich aufzurichten und alle Geschlechter zu segnen. Aber darum läuft die Geschichte des Hasses gegen Israel auch weiter, über den Zweiten Weltkrieg hinaus, bis in unsere Zeit. Wir sind jetzt in Jordanien gewesen auch, dort in Petra, als wir in Israel waren. Da haben wir gesehen, Mensch, da ist so viel Platz in Jordanien, da hätten alle Palästinenser 10-mal Platz. Aber nein, um Israel wird gestritten. Und die kommen ja auch zum größten Teil aus Jordanien, ja, die Palästinenser. Man wollte die Juden damals nicht in ihr Land lassen. Warum denn nicht? Stellen Sie sich das mal vor, da war der Holocaust vorbei. Die Juden haben geblutet, die sind ausgeblutet. Und jetzt wollen sie in ihrem Schmerz und in ihrem Leid, sie wollen in die Heimat zurück. Und es ist ihnen sogar schon versprochen worden von den Engländern vorerst und so weiter und so fort. Und jetzt wollen die Juden in ihr Land zurück. Und was tun die Nationen? Sie lassen sie nicht. Warum denn nicht? Das ist ein geistliches Problem, ein Weltärgernis. So beschlagnahmen die Briten zum Beispiel am 18. Juli 1947 das sogenannte Exodus-Schiff mit 4000 Juden an Bord. Nein, ihr sollt nicht zurück, weil die Stunde gekommen ist, wo Gott wieder lebendig in unsere Geschichte beginnt einzugreifen und sein Volk zu sammeln und den Staat zu gründen, damit der Herr wiederkommen kann. Aber als am 14. Mai 1948 der Staat Israels gegründet wurde, da erhob sich Ben-Gurion und teilte der Welt folgenden Satz mit, unter anderem: Hier Staat Israel. 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Und das stimmt. Doch das Weltärgernis ging weiter. Der Staat war kaum gegründet, griffen 6 arabische Staaten, die sich verbündeten, im Kampf den Judenstaat an. Bis heute durchstand Israel seitdem 5 schwere Existenzkriege, abgesehen von den unzähligen terroristischen Anschlägen und dem Golfkrieg. Denken wir an die Intifada. Und der Aufruf der Weltmissionskonferenz
am 1. Juni 1989 an alle Kirchen, die Intifada gegen Israel im vollen Umfang zu unterstützen. Weltmissionskonferenz. Auch die schon bald unzähligen UNO-Resolutionen gegen den Staat und das jüdische Volk. Die wahre Gesinnung der UNO wurde schon offenbar 1981. Da öffneten sie ihr Hauptquartier in Jerusalem den israelfeindlichen Truppen. Jahrelang mussten die Kinder in Nordisrael in unterirdischen Bunkern zu Hause sein und übernachten. Denken wir nur an die jüngsten Ereignisse in Nordisrael, die Überfälle der Hisbollah. Aber alle Welt schreit wieder und die UNO vorneweg, Israel allein hat Schuld. Die Europäische Union hat die Feierlichkeiten zur 3000-Jahr-Feier Jerusalems boykottiert. Wissen Sie warum? Ich habe hier einen Auszug, eine Schrift von der EU selbst. Auf die Frage, warum sie die Jerusalem-Feier boykottieren, unter anderem mehrere Gründe, aber ein Grund ist, den israelischen Organisatoren zufolge soll mit den Feierlichkeiten 3000 Jahre Jerusalem daran erinnert werden, dass König David vor 3000 Jahren Jerusalem zur Hauptstadt seines Königreichs gemacht hat. König David gründete seine Stadt dort, wo heute Ost-Jerusalem liegt. Und dann schreiben sie, West-Jerusalem heißt es dann mit anderen Worten, das ist noch hinnehmbar, aber die israelische Annektierung Ost-Jerusalems lehnen wir ab. Also der Grund, warum die EU die israelischen Feierlichkeiten zum Jahre 3000, also des Geburtstags 3000 boykottiert, ist die Bibel. Das Wort Gottes. Es ist einer der Gründe, weil David dieses Jerusalem gegründet hat. Jerusalem ist von Gott dazu bestimmt, Hauptsitz des Messias auf Erden zu sein. Satan und seine Nationen stemmen sich dagegen und so wird Jerusalem mehr und mehr zum Laststein. Denken wir auch daran, was das prophetische Wort noch über die nahe Zukunft Israels sagt. Gog Magog, was man da heute lesen kann, was in Russland vor sich geht, ja, dass selbst wenn die Russen sich an die Abrüstungsverträge halten, sind sie immer noch die höchst aufgerüstete Nation der ganzen Welt. Jemand sagte einmal, man wird eher ein Mittel gegen AIDS entdecken, als ein Heilmittel gegen die Immunschwäche Judenhass. Die Geschichte Israels gleicht einem großen Kolossalgemälde, wie man es manchmal sieht, das an vielen Stellen mit Blut und Tränen beschmiert ist. Das ist die Geschichte Israels. Zwei Wegführungen in alle Welt hat Israel durchgestanden. Unter den Babyloniern und den Römern. Sechs Weltreiche regierten und unterdrückten Israel fürchterlich. Zweimal wurde der Staat praktisch ausgelöscht. Zweimal kehrten sie zurück und wurden zu einem neuen Staat. Auch da fragen wir uns, warum? Wie geht das? Es heißt, alles ist sterblich, außer dem Juden. Historiker sagen, dass das jüdische Volk längst verschwunden sein müsste, aber obwohl es über die ganze Erde verstreut wurde, überlebte es als ein deutlich erkennbares Volk. Das ist ein Wunder der Geschichte. Der bekannte Geschichtsschreiber Mark Twain schrieb über Israel, das habe ich hier gefunden und mir abkopiert, wenn die Statistiken stimmen, machen die Juden nur 1% der Menschheit aus. Ein unbedeutender Funke im Glanz der Milchstraße. Normalerweise sollte man vom Juden kaum etwas gehört haben. Und doch hörten und hören wir immer wieder von ihm. An Berühmtheit kann er es mit jedem anderen Volk der Erde aufnehmen und seine Bedeutung in Wirtschaft, Handel steht in keinerlei Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl. Sein Beitrag zur Liste großer Namen in Literatur, Naturwissenschaft, Kunst, Musik, Finanzwesen, Medizin und tiefer Gelehrsamkeit ist genauso erstaunlich. Er hat sich in all den Jahrhunderten großartig geschlagen in dieser Welt und das mit auf den Rücken gebundenen Händen.
Er könnte mit Recht hochmütig und stolz auf sich sein. Die Ägypter, Babylonier und Perser kamen an die Macht, erfüllten die Erde mit ihrem Glanz und ihren Klängen und gingen unter. Die Griechen und die Römer folgten, machten viel Lärm und verschwanden. Andere Völker standen auf, ihre Fackel brannte eine Zeit lang, dann erlosch sie. Und heute sitzen sie im Zwielicht oder sind gar ganz verschwunden. Der Jude sah sie alle, schlug sie alle und ist heute, was er immer war. Zeigt keinen Verfall, keine Alterserscheinungen, keine Schwächen, kein Nachlassen der Energie, kein Abstumpfen seines wachen, dynamischen Geistes. Alle Dinge sind sterblich außer dem Juden. Alle anderen Kräfte vergehen, er bleibt. Und jetzt fragt Twain, was ist das Geheimnis seiner Unsterblichkeit? Worin liegt dieses Geheimnis? Kein anderes Volk war je ein solch Weltärgernis wie die Juden. Und doch haben sie überlebt. Das Geheimnis, liebe Geschwister, und da komme ich wieder auf den Punkt, liegt in dem Weltbedürfnis des jüdischen Staates. Theodor Herzl habe ich erwähnt. Sein bereits erwähntes Buch, der Judenstaat, und da schreibt er unter anderem einen Satz. Und ich sagte, er wurde auch der moderne Mose oder der Prophet der Neuzeit genannt. Sicherlich nicht mit Unrecht. Da schreibt Theodor Herzl also so um die Jahrhundertwende, ja? 1896. Da schreibt er, wir sind ein Volk. Ein Volk. Der Judenstaat ist ein Weltbedürfnis. Folgend wird er entstehen. Das hat Theodor Herzl geschrieben. Ist wie eine prophetische Aussage. Das Geheimnis der Unsterblichkeit Israels liegt in seinem Weltbedürfnis. Sein Geheimnis liegt in Gott selbst, liegt in seiner Verheißung an Abraham gegeben, du musst ein Segen werden für alle Geschlechter der Erde. Im Herzen der Geschichte Israels geht es um eine unvergleichliche Person, durch den die Welt gesegnet werden soll, durch den alles steht und fällt, von dem die ganze Ewigkeit abhängt. Es geht um die Geschichte des Messias Jesus Christus, dem Retter der Welt, auch wenn Israel das selber noch gar nicht erkannt hat. Das Heil kommt aus den Juden, aus dem Juden Jesus, Johannes 4. Durch ihn und in ihm und zu ihm hin ist Israel ein Weltbedürfnis für alle Geschlechter der Erde. Unsere ganze Welt wird nur Frieden bekommen durch ihn, Sündenvergebung nur durch ihn. Rettung und ewiges Leben, nur durch ihn. Neuschöpfung, nur durch ihn. Ein tausendjähriges Friedensreich, nur durch ihn. Aber er ist Jude, als Mensch. Leo Tolstoi schrieb deshalb einmal über den Juden. Er war der Erste, der die Aussprüche Gottes kundtat. Schon so lange ist er der Wächter des prophetischen Wortes und teilt es über der übrigen Welt mit. Solch eine Nation kann nicht zerstört werden. Der Jude ist so unvergänglich wie die Ewigkeit selbst. In Jesus, das müssen wir sehen. In ihm, denn er ist der Segen. Er ist der Segen. Ja, das verstehen wir nicht. Nicht der Jude in sich selbst, in Jesus. Er ist die wichtigste und alles überragende Persönlichkeit der Geschichte Israels. Nur in ihm streben sie ihrer Erfüllung entgegen. Nur wegen ihm wurden und werden sie wieder gesammelt und sind sie zu einem Staat geformt worden, nur in und durch ihn. Weil seine Wiederkunft bevorsteht, ist das Volk in sein Land zurückgekehrt. In Jesaja 49, die Zeit reicht jetzt nicht aus, aber in Jesaja 49 finden wir zusammengefasst Sinn und Zweck der Erwählung Israels. Wegen des Messias zum Heil über alle Nationen, weil das ein Weltbedürfnis ist. Ich nehme nochmal so auszugsweise, ich töne das nur am Rande an.
Zum Beispiel Jesaja 49, Vers 1 und 2. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, also eine Botschaft an die Welt, die ihr von fern her seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Wer ist das denn? Von wem spricht denn der jüdische Prophet Jesaja? Von wem denn? Wer ist denn der Knecht Gottes? Jesus Christus. Er ist zum Heil der Völkerschaften gesetzt. Auf ihn sollen die Völker hören. Er ist es, der schon den Namen Jesus bekam, als er noch in des Mutters Schoß war, ja? Du sollst ihn Jesus heißen. Er ist es, der einen Mund hat wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Er ist es auch, der verborgen war und als die Zeit erfüllt war, ans Licht kam. Wo? Im Land und Volk Israels, als wahrer Gott und als wahrer Mensch, ein wahrer Jude. Dann wird uns beschrieben in Vers 4 und in Vers 7 von diesem Knecht. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Hier wurde das erste Kommen Jesu durch den Propheten Jesaja beschrieben, als er als Knecht in Niedrigkeit kam. Es sah so aus, als würde er nichts mehr haben. Er hatte sich abgemüht, er hatte seine Kraft verbraucht. Er war verachtet und verabscheut, sogar von seinem eigenen Volk. Das heißt, in Vers 7, so spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem ganzen und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation. Wer war der verabscheuteste Mann in der ganzen Geschichte und Nation Israels? Jesus. Ein Kreuz von Golgatha für die ganze Welt. Aber, das ist eben die wunderbare Sache Gottes. Der allmächtige Herr hat diesen Mann zum Heil und Segen gesetzt nach der Berufung Abrahams. Er blieb nicht verachtet. Er hat auch gesagt, doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Und dann heißt es und sagt der Herr, durch diesen Knecht, es ist zu wenig, Vers 6, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Das tut er auch. Aber so mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Hat sich das erfüllt? Jawohl. Das ist dieser Mensch, Jesus Christus, wahrer Gottessohn und wahrer Mensch, eben ein Jude. Das ist er geworden, zum Licht der ganzen Welt. Aber als er dieses Licht wurde, für die Welt, für die Nation, über Israel hinaus, was erlebte denn da Israel? Das steht auch in Jesaja 49, in Vers 14. Zion sagt, verlassen hat mich der Herr. Der Herr hat mich vergessen. Stimmt das? Als der Herr zum Heil und Licht der Welt wurde, war Israel wie verlassen und wie vergessen. Und sie schrien. Sie waren ein Weltärgernis, zerstreut in die Welt, ohne Heimat, verfolgt und getötet. Aber der Herr antwortet den Propheten und er sagt ihm, vergessen? Als Israel schrie, der Herr hat uns vergessen, hat er darauf geantwortet. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Womit hat er geantwortet? Mit dem Kreuz. Mit dem Kreuz. Er hat gesagt, in Vers 15, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling? Und wenn sie ihn doch vergisst, werde ich dich niemals vergessen. Sieh, in meine Händflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Die ausgestreckten Hände Jesu am Kreuz sind das Zeichen, dass Israel nicht vergessen ist und auch zum Heil finden wird. Und die Folge und der Beweis dieser Tat am Kreuz und Treue Gottes zu seinem Volk ist die Sammlung und Wiederherstellung Israels. Und es ist eigenartig, dass der Herr das gerade sagt.
Er sagt, gerade schließt er in Vers 17 an, deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ja, du wirst sie alle wie ein Schmuckstück anlegen und dich mit ihnen gürten wie eine Braut. Denn deine Trümmerstätten, deine verödeten Orte und dein zerstörtes Land, ja, nun wird es dir zu eng werden und so weiter und so fort. Nach einer langen Zeit der Verfolgung und des Holocaustes, in der sie meinen, sie seien von Gott vergessen, würde eine Zeit kommen, sagt Gott, die damit beginnt, dass er sein Volk wieder zum Kreuz zieht. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Und das Zeichen dafür, dass Israel zum Kreuz gezogen wird, zum Mann von Golgatha, zum wiederkommenden Messias, wir sehen, in welchem wir gestochen haben, ja? Das Zeichen dafür, dass diese Zeit da ist, sagt der Herr, ist, dass Zion aufgebaut wird und die Gesammelten zurück. Deine Erbauer werden kommen, deine Verwüster werden verschwinden. Das Stadtwappen zu Tel Aviv trägt den Bibelvers, ich will dich wieder bauen und du sollst gebaut sein. Wir wissen, dass das Land noch eine große Trübsal durchmachen muss. Es wird auch erwähnt, dann in Vers 25 und 26 heißt es, wer dich angreift, den werde ich angreifen und deine Söhne werde ich erretten. Ich werde deine Unterdrücker speisen mit ihrem eigenen Fleisch und von ihrem Blut sollen sie trunken werden wie von Most. Es wird unmöglich sein und bleiben, wie es immer unmöglich war, dass man Israel aus der Hand Gottes und seinen Verheißungen reißt. Darum sagt der Herr auch durch Jesaja in Vers 24, kann man einem Helden die Beute nehmen? Nein, nein. Und am Schluss wird er da sein und sein Reich aufrichten. Das klingt alles in Jesaja 49 an. Kann er jetzt nicht mehr drauf eingehen. So spricht der Herr zum Beispiel, ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben, zu den Völkern meinem Feldzeichen aufrichten und meine Söhne und meine Armen bringen und deine Töchter werden auf die Schulter getragen werden. Und dann wird er das Reich aufrichten, das tausendjährige Reich, der Judenstaat, vom Weltärgernis zum Weltbedürfnis. Das ist es ja auch im Buche Obadja. Was ist Gottes Ziel? Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein. Und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Er wird kommen. Und glauben Sie mir, wenn ich den Appell an Sie richte, er kommt bald. Darum ist Israel wieder so ein Ärgernis und wird noch in der nahen Zukunft ein größeres Ärgernis werden. Täuschen wir uns nicht. Ganz Jerusalem. Weil der Teufel weiß, dass Christus bald kommt. Darum ist der Staat und die Stadt wieder da. Ich schließe hier, aber nicht ohne doch noch einen ganz kurzen persönlichen Gedanken an Sie zu richten. Vielleicht sitzt ja der ein oder andere unter uns und sagt sich, ich bin am Ende. Vielleicht sitzen Sie hier mit den Gedanken, ich bin von Gott vergessen. Wenn Sie so hier sitzen, dann habe ich den Auftrag, Ihnen zu sagen, nein, Sie sind von Gott nicht vergessen. Wenn Sie in seine Handflächen gezeichnet sind, sind Sie von Gott niemals vergessen. Aber ich sage Ihnen auch, dass der Teufel eine Wahrheit ist, der ihr Leben unterdrückt. Und ich sage Ihnen auch, dass Sie heute ans Licht kommen sollten, zu diesem Herrn. Denn wissen Sie, mit Jesus, das hat sich nicht geändert. Entweder ist Jesus dein Ärgernis oder dein Bedürfnis. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren geht. Den Glaubenden ist es eine Gotteskraft. Jesus ist der Stein des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses. Aber für alle, die ihm glauben, ist er Rettung. Die werden nicht zu Schanden werden, sagt die Bibel. Das klingt auch in Jesaja 49 an. Was ist Jesus dir? Ärgernis oder Bedürfnis? Die Welt ärgert sich an ihm. Sie will ihn wegdiskutieren. Sie haben ihre eigenen Dialoge und Ideologien und
und Erfahrungen und was weiß ich nicht alles und Religionen und dieser Jesus darf nicht sein. Sie wollen ihn wegbeweisen, aber sie können es nicht. Alles nur ein Beweis seiner Macht und seiner Wahrheit. Willst du nicht zu Jesus Christus kommen, der der ganzen Welt zuruft in Jesaja 49, höre auf mich, horch auf, ich bin der Berufene zum Heil der Völker. Und ich füge hinzu, auch zum Heil deiner Seele. Er, der von Gott über Israel hinaus zum Licht der Welt gesetzt ist, er will auch ganz persönlich dein Licht werden. Aber lässt du dich erleuchten? Das ist die große Frage. Amen. Ich möchte Sie ermutigen, mir jetzt ein Gebet nachzusprechen. Aber nur die, die das wirklich wollen und im Herzen so meinen. Ja? Auch nicht laut, in ihrem Herzen. Der Herr sieht nämlich das Herz an. Also wenn Sie jetzt im Herzen mitbeten wollen, dann bitte ich Sie, sprechen Sie einfach meine Sätze nach. Wollen wir das so tun? Als Ihr persönliches Gebet. Es ist wichtig, dem Herrn eine Antwort zu geben. Nicht einfach so zu verschwinden. Die blutflüssige Frau, die hatte den Herrn heimlich angerührt und er war auch geholfen. Und dann würde sie am liebsten wieder verschwinden. Ja? Aber der Herr sagt, nee. Wer hat mich angerührt? Und dann heißt es, sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Und da hörte sie seine Bestätigung. Geh hin in Frieden, dein Glaube hat dir geholfen. Da war sie sicher. Und wenn wir Sicherheit wollen, müssen wir unser eigenes Bekenntnis dem Herrn geben. Das tun wir jetzt. Ich bete vor und Sie sprechen mir nach. Herr Jesus Christus, wir haben deine Botschaft heute gehört. Wir haben von der List und Tücke des Feindes gehört. Von Edom und dem Teufel. Und dieser Teufel, Herr Jesus, ist es, der auch in meiner Seele streitet. Ich spüre die zwei Mächte in mir. Das Gute, das mich zu dir ziehen will, und das Böse, das mich nach unten ziehen will. Herr, ich wende mich jetzt zu dir. Vergib mir meine Sünden. In Worten, in Werken, in Gedanken. Alles Üble, alles Okkulte, allen Zweifel, alles Verabscheuungswürdige, was deinen Geist betrübt. Ich komme jetzt an dein Licht und bitte dich, der du zum Licht der Welt gesetzt bist, erleuchte auch mein Herz. Ich bekenne mich ganz neu und entscheide mich für Jesus und bitte, Herr, segne auch dein Volk Israel und komme bald wieder. Amen. Shalom, shalom.